Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Mein Name ist Dela und bei mir ist wie immer der großartige Flo. Hallo Flo. Ich möchte mich als Flo des Monats bewerben. Denn wir besprechen heute die 13. Folge der 4. Staffel Soldat des Monats. Wie ist der englische Originaltitel? Soldier of the Month. Diesmal haben sie gut übersetzt. Ja, wir sind jetzt schon bei der 85. Folge der Serie angekommen. Und damit bei der Erstausstrahlung am 28. November 1975. Das heißt, es ist gar nicht mehr so viel, bis wir das Jahr 1975 schon hinter uns lassen. Mhm. Im Deutschen sind wir am 29. Februar 1992. Mhm. Ja, und wir haben hier eigentlich nur zwei Handlungsebenen im Großen und Ganzen. Nämlich die erste ist die, dass im Camp ein Fieber umgeht, das auf nichts anschlägt. Und das wohl auch Nierenversagen bei einigen Patienten auslöst. Und der Verdacht fällt auf Ratten als Überträger, weshalb wir einen Pest-Control-Officer brauchen. Außerdem hat das Headquarter, um die Moral zu heben, einen Soldier of the Month Award ausgelobt, mit 6 Tagen in Tokio als Belohnung. Weshalb jetzt natürlich sehr viele Menschen sich darum reißen, diesen Soldier of the Month Award zu kriegen. Ja, unsere sehr vielen Leute sind alles Bekannte. Wir haben Raider, wir haben Klinger, wir haben Igor, den wir auch schon länger nicht mehr gesehen haben. Mhm. Und wir haben Sergeant Sale, den wir auch in der letzten Folge schon in einer größeren Rolle hatten. Genau. Ja, ach. Du sagst es. Auch das wieder so eine von diesen Folgen, die echt schwer zu besprechen ist. Hatte aber viel Schönes, fand ich. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Fiebersache an. Ja, würde ich auch sagen. Erstmal machen wir das ernste Thema und dann das flapsigere. Ja, wie gesagt, es geht ein Fieber um und es ist komplett nicht zu machen. Es schlägt auf nichts an. Alle recherchieren, keiner findet eine Lösung. Aber der Vater hat recherchiert und hat wohl zumindest vergleichbare Fälle schon aufgetan und stellt eben auch daraufhin fest, dass wohl einerseits das Ganze wahrscheinlich über Ratten übertragen wird und andererseits diese ganze Sache Nierenversagen auslösen kann, was aber natürlich wir auch gar nicht auf Papier gebraucht hätten, denn es dauert nicht lang, bis auch tatsächlich die ersten Patienten an Nierenversagen nicht sterben, aber zumindest ganz gewaltig leiden. Ja, Hawkeye und BJ haben das ja schon sehr stark vermutet. Denn Frank hat den armen, fiebrigen Patienten sehr viel Flüssigkeit angehängt und sie ertrinken schon fast, ja, weil einfach kein Urin rauskommt. Mhm. Ja. Ja, aber ich fand... Bitte. Ich wollte sagen, Frank ist aber natürlich nicht nur ein schlechter Arzt, sondern er ist ja auch eine Ratte. Und wen sollen wir dann besser nehmen als Frank, um unser Pest Control Officer zu werden? Denn ein Mann, der eine Ratte in die Augen schauen kann und ihr auf Augenhöhe begegnen kann, das kann nur Frank Burns sein. Ja, und er freut sich am Anfang sogar über dieses Kompliment. Mhm. Er ist also auch in dieser Episode wieder besonders dumm. Ja. Naja, Aber ich fand es sehr schön, dass der Vater unterwegs war und auch Nachforschungen angestellt hat. Genau. Da hatte er mal was Sinnvolles auch zu tun. Also, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er sonst nichts Sinnvolles macht, aber ja, du weißt, was ich meine. Ja. Naja, und wie gesagt, Frank begibt sich jetzt auf Rattenjagd. Und wie es natürlich passieren muss, er infiziert sich natürlich mit diesem Zeug und wird krank und wird fiebrig und darf aber natürlich wegen dieses Risikos auf Nierenversagen auch nicht so viel Flüssigkeit kriegen. Und deliriert fröhlich vor sich hin. Und das ist eigentlich ein großer Teil der ganzen Folge.
Genau. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil das sind Fäden los. Richtig. Ja. Aber das führt natürlich zu ein paar sehr schönen Szenen, unter anderem mit Margaret, die sich ja erst wirklich rührend um ihn kümmert und ihm zu vielen Teilen auch nicht aufs Maul haut, obwohl er es verdient hat. Es gibt zum Beispiel den Satz, als Frank noch gesund ist, und der eine Patient eben Nierenversagen hat und er wird darauf hingewiesen von den anderen, dass das mit dem Flüssigkeit geben kein guter Plan ist. Und er guckt Hotlips an. Ich musste das so machen. Selbst du verstehst das, oder? Also spätestens da wäre der Punkt gewesen, da war er noch Ja. gesund, spätestens da hätte er sich von mir eingelangt. Zu Ja. Recht. Und ein zweiter schöner Satz war dann: Denkst du kommst klar, Frank? Oh, ich habe Leute schon auf Zahlung verklagt, da hast du noch nicht mal dran gedacht, Doktor zu werden. Ach, Frank. Ja. Er hält sich für sowas Tolles und ist dabei so ein dummes Arschloch. Ja, das Fieber, das hier im Camp umgeht, ist vermutlich, es wird in der Folge nie genannt, eine Art des Hunter-Virus. Das würde nämlich mit allen Symptomen passen, auch mit der Übertragung durch Ratten. Und wir werden später nochmal so ein ähnliches Fieber haben, aber das wird nur ein bisschen dauern. Nämlich in Staffel 8, Folge 9. Mr. und Mrs. Who, da gibt es nochmal eine ähnliche Storyline. Ich glaube aber tatsächlich hier, diese Storyline lebt ein bisschen von der Chemie zwischen Margaret und Frank. Weil als er dann krank wird, wie gesagt, sie kümmert sich um ihn, sie tupft ihn trocken, sie streichelt ihn, sie tröstet ihn. Irgendwann kommt er dann auf die Rede, dass er ja glaubt, er stirbt jetzt gleich. Dann fällt der schöne Satz, Margaret, wenn ich vor dir sterbe, werde ich drüben auf dich warten. Aber wenn meine Frau bei mir ist, tu so, als kennst du mich nicht. Ja, er ist einfach so ein Arsch. Aber auch da bleibt Hotlips noch ruhig, weil er ist ja krank und man ist ja nicht gemein zu Kranken. Und sie bietet ihm dann an, hat er denn ein Testament? Nein, hat er nicht. Dann sollten wir das vielleicht jetzt machen. Und sie pfeift den Vater ran, damit er das Testament für Frank machen kann. Und im Testament vermacht Frank ihr seine Klamotten. Und nur seine Klamotten. Und wahrscheinlich noch seine dreckigen Klamotten. Ja. Das ist dann der Punkt, wo Hotlips ein bisschen die Geduld verliert. Sie wartet, bis er wieder gesund ist. Und als er dann wieder gesund ist, haut sie ihm eine rein für seine Frechheiten. Und ich muss sagen, das sieht nach einem ordentlichen Kinderhaken aus. Und ja, die hat er auch verdient. Aber absolut. Und ich fand es sehr lustig, dass Hawkeye und BJ ihn dann aufsammeln und trösten. Naja, es ist ihre Pflicht als Arzt und er ist ja schwer verletzt nach dem Schlag in die Fresse. Also der muss auch Wege dran haben. Der sah ordentlich aus. Ja, also ich glaube, Margaret kann da schon wirklich zuschlagen. Gut, wollen wir in die zweite Handlungsebene gehen? Ja, gerne, weil die finde ich auch erheblich lustiger. Erzähl. Ja, also wie schon gesagt, wir haben einen Wettbewerb zum Soldat des Monats und wir haben die vier genannten Kandidaten, die jetzt wahrscheinlich in der letzten Runde sind. Oh, das sind alles Figuren, die wir schon kennen. Ich meine, Radar und Klinger sowieso, aber auch Sale und Igor sind ja keine Unbekannten. Naja, und das Highlight ist ja, wir kennen ja Klinger, aber wir kennen ja Klinger nur selten so. Denn so motiviert wie er ist, trägt er jetzt sogar Uniform. Und Sogar die Unterwäsche. genau, und er salutiert, kannst du dir das vorstellen? Ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ja, aber darum geht es ja nicht allein, sondern Sie müssen auch ein Quiz in amerikanischer Geschichte beantworten. Genau. Und das Ja, ist so süß. Klinger will betrügen und schreibt sich die Antworten, also er besorgt sich die Fragen und schreibt sich die Antworten, naja, überall hin auf seinen gesamten Körper.
Und das sind auch wieder wundervolle Szenen, wenn Klinger sich verrenkt und irgendwann feststellt, Moment mal, Hawkeye, der jetzt diese Fragen stellt, weil Frank ja krank ist, der liest die Fragen gar nicht in der richtigen Reihenfolge vor. Ja. Vader dagegen geht die ganze Sache natürlich ehrlich an. Er wird nämlich von Potter auch ein bisschen vorbereitet, was ich auch wieder einen sehr schönen Moment fand, dass die beiden wieder so ein bisschen einen Bonding-Moment haben. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist einfach süß. Wenn Henry Raiders Papa war, ist Potter jetzt Raiders Opa. Ja, genau. Naja, und wie gesagt, die beiden anderen, ich weiß gar nicht, also ich glaube, der Fokus liegt tatsächlich auf Vader und auf Klinger, oder? Ja, die anderen beiden sind jetzt Filmmaterial, die ein paar dumme Sprüche machen können, aber wir wissen ja, dass einer von unseren zwei Hauptfiguren gewinnen wird. Naja, und weil eben Hawkeye die Fragen in der falschen Reihenfolge vorliest, fällt es natürlich früher oder später auf, dass Klinger versucht zu bescheißen, weshalb Vader die Reise gewinnt. Und das führt zur nächsten fantastischen Szene zwischen Vader und Potter. Denn Potter möchte ihn auf die große Stadt und ihre Versuchungen vorbereiten. Naja, a young man should know how to protect himself. Und Vader in todernster Miene, oh, I do know, I studied Karate. Also, da war es vorbei, konnte ich nicht mal verlassen. Ja, ist einfach so unschuldig. Ja. Ja. Wie so ein Welpe, unser guter kleiner Raider. Aber seine Unschuld währt nicht lange, denn... Ja, er kommt ja nach seiner Reise wieder zurück. Und zwar sturzbetrunken. In Begleitung eines MPs. Ja. Wird direkt ins Büro von Potter abgeliefert, wo natürlich die anderen schon zusammensitzen. Und statt sich zu entschuldigen, ist der erste Reflex, den er hat, er fragt Potter nach einem Drink, der ja zufälligerweise schon auf dem Tisch steht. Diese Tokio-Reise wird in einer späteren Folge nochmal erwähnt. Und da ist ein Interviewer im Camp und fragt Raider, wie denn diese Reise war. Und Raider antwortet, I don't remember, I guess I had a really good time. Also er weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, was er da gemacht hat. Das glaube ich ihm sogar. Ja, ich meine, da ist ja auch nichts gewöhnt, also. Ich möchte dich erinnern, es gab mal eine Folge, wo er vom Traubensaft besoffen war. Ja, stimmt. Ach. Ja, ich muss sagen, ich mochte die Folge. Die hat mir gut gefallen. Ja, sie war jetzt kein Highlight, aber sie war unterhaltsam auf jeden Fall. Wir hatten so eine ernste Storyline und wir hatten eine lustige Storyline. Das hat ganz gut zusammengepasst. Genau. Ja. Also ich glaube, ich komme bei 4 von 5 Kinnhaken raus. Ja, ich würde nicht ganz so hoch. Ich würde 7 von 10 falschen Antworten aufs Quiz geben. Alles klar. Ja, vielleicht noch kurz 2 kleine Fun Facts. Der MP, der Raider dann am Ende der Folge nach Hause bringt, der hat zwar Text, und zwar mehrere Zeilen sogar, aber er wird nirgendwo genannt, wer das ist, und es ist tatsächlich nicht bekannt, welcher Schauspieler diese Rolle gespielt hat. Richtig. Und Hawkeye benennt einen an der schlafenden Soldaten dann mit dem Fieber als Albert Anastasias Dorman. Was eine Referenz auf, also Albert Anastasia war ein Mafiosi. Und das ist eine Referenz auf die Ermordung von ihm. Ah, okay. Die war aber erst 1957, das heißt noch 5 Jahre in der Zukunft. Ah. Das hat nicht ganz gepasst. Okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch mit dieser Folge wieder durch und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch, es war wieder schön. Und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss. Ciao.